Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Weiterhin Vermisste nach Erdrutsch auf italienischer Insel Ischia. Bislang haben die Einsatzkräfte eine tote Frau geborgen. Starke Regenfälle hatten den Erdrutsch ausgelöst. Schlamm- und Geröllmassen sorgten für starke Zerstörungen. EVP-Chef Weber fordert mehr Solidarität bei der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge. Wenn jetzt über den Winter mehr Menschen fliehen müssten, müsse das westliche Europa mehr Verantwortung übernehmen, so der CSU-Politiker in der Bild am Sonntag. Aktuell sind die Geflüchteten in der EU recht ungleich verteilt. Regierung und Opposition in Venezuela unterzeichnen Teilabkommen zur humanitären Zusammenarbeit. Sie einigten sich auf die Einrichtung eines UN-Fonds. Damit sollen die Folgen der tiefen wirtschaftlichen und humanitären Krise im Land bekämpft werden. Als Reaktion lockerten die USA Sanktionen gegen Venezuela. SpaceX-Rakete startet Richtung ISS. Der unbemannte Dragon-Raumfrachter bringt etwa 3.500 Kilogramm Ladung zur internationalen Raumstation. An Bord sind unter anderem Solarpaneele zur Stromversorgung, aber auch eine spezielle Tomatensorte für eine gesündere Ernährung der Astronauten. Zur Fußball-WM: Argentinien hat mit 2:0 gegen Mexiko gewonnen. Superstar Messi leitete mit seinem Treffer den Sieg ein. Nach der überraschenden Auftaktniederlage gegen Saudi-Arabien konnte Argentinien damit ein vorzeitiges WM-Aus abwenden. Das Wetter: viele Wolken, im Süden auch zähe Nebelfelder, auf den Bergen dagegen sonnig. Im Osten nach Nebelauflösung ebenfalls öfter Sonnenschein. Im Laufe des Tages im Nordwesten aufkommender Regen, 2 bis 10 Grad.